Dann fangen wir einfach mal an. Also, freut mich, dass ihr alle da seid. Also, wie gesagt, ich bin der Meinung, dass die Schule heute für jeden irgendwie relevant ist. Also auch für Leute, die nicht in agilen Projekten quasi gerade unterwegs sind. Auch für Leute, die gar keine Entwickler sind. Also Thema von heute, Agile. Ja, cool und bringt uns irgendwie ganz viele Benefits und alles irgendwie viel easier zu arbeiten und keiner macht uns mehr Vorgaben, was wir zu tun haben. Aber was bedeutet das eigentlich für mich im Alltag? Und so würde ich halt gern auch anfangen, so, was erwartet ihr denn heute von mir zu hören oder was waren denn so eure Gedanken, als ihr den Titel von der Schule gehört habt? Ja, was denkt ihr, was ich euch heute erzähle? Meinungen. Vorteile der agilen Entwicklung im Vergleich zu anderen Entwicklungsmodellen, Wasserfallgeschichten, wo halt fest durchgeplant wird. Das zum Beispiel nicht, weil ich wirklich erzählen will, was muss ich als Entwickler, wenn ich in einem agilen Prozess arbeiten, anders machen als vorher? Oder wo muss ich besonders drauf achten? Und da hätte ich halt gern irgendwie Ideen von euch, was ihr denkt. Was bedeutet es denn für mich als Entwickler im agilen Prozess zu arbeiten? Mache ich alles wie sonst auch oder muss ich irgendwie konkret was anderes machen? Habt ihr da Ideen? Vielleicht für die Leute, die meinen, in einem agilen Prozess zu arbeiten. Verantwortung übernehmen. Verantwortung übernehmen, okay? Mitdenken. Mitdenken? Würde es auch. Vielleicht viel öfter abwägen, was ist der optimale, was der optimale Lösungsweg jetzt? Und was vielleicht erst später und gehe ich jetzt ein Risiko vielleicht, wenn gehe ich ein Risiko ein, wenn ich jetzt irgendwie ein bisschen was anderes tue, obwohl es nicht optimal ist, aber dann, ja, weil die Bedingungen jetzt einfach anders sind. Ja. Vorteile und Nachteile, kurzfristige Lösung versus langfristige Lösung, okay? Sonst Ideen? Also für mich war es halt einfach so ganz interessant, was ihr euch von der Schule erwartet. Weil ich mir beim Vorbereiten von der Schule auch ziemlich unsicher war, ob ich hier eigentlich nur Sachen erzähle, die eigentlich jedem schon klar sind. Ich hoffe, dass ich das nicht tue. Ich hoffe, dass ihr einige neue Erkenntnisse heute mitnehmt und dass ihr hinterher nicht sagt, so, ah ja, hier stating the obvious und die Stunde hätte ich mir auch sparen können. Schauen wir mal. Okay, kurz, was habe ich vor? Also Meinungsbild war ja jetzt nicht so ausgeprägt, aber schauen wir mal. Die Punkte, die genannt wurden, fand ich echt schon interessant. Zum Beispiel auch, dass du eine ganz andere Vorstellung hast von der Schule. Vielleicht habe ich den Titel nicht gut genug gewählt, okay. Also ich habe es eben schon gesagt, viele Punkte sind vielleicht offensichtlich, zumindest aus meiner Sicht sind sie mittlerweile offensichtlich. Aber ich habe echt den Eindruck, dass man an vielen Punkten vielleicht denkt, dass man irgendwie richtig sich verhält und dass man irgendwie schon auf einem guten Weg ist. Und dass es aber oft gar nicht so einfach ist, sich auf einen agilen Prozess auch als Entwickler voll einzulassen. Meiner Meinung nach hat das sehr viel eben mit Verantwortung übernehmen zu tun und man muss wirklich an vielen Stellen sich bewusst dafür entscheiden und muss an vielen Stellen auch bewusst sagen, okay, ich will das auch wirklich. Und ich meine, dass man, wenn man das wirklich ernst nimmt, die Punkte, die ich heute erzähle, dass man dann auch zu dem Schluss kommen kann, das will ich eigentlich alles gar nicht. Ich will lieber irgendwie einen anderen Prozess, wo mir jemand sagt, was ich zu tun habe. Okay. Viele von den Punkten, die ich heute erzähle, sind allgemein relevant für Softwareentwicklung, machen allgemein Softwareentwicklung besser, aber werden in agilen Prozessen quasi gefordert. Also agile Prozesse funktionieren effektiv nicht ohne diese Punkte, ohne dass die Entwickler sich darauf einlassen. Aber wenn ich mich daran halte, wenn ich gucke, dass ich mich in diese Richtung bewege, kann ich auch mit anderen Prozessmodellen irgendwie die Software, die ich produziere, verbessern, die Arbeit im Team verbessern und einfach bessere Resultate liefern. Deswegen habe ich gesagt, es ist für jeden relevant, also auch für Leute, die nicht gerade in agilen Prozessen arbeiten. Okay, ich habe es so ein bisschen aufgeteilt nach Auswirkungen auf die Arbeit. Also einmal Auswirkungen auf die Entwicklung der Software,
Auswirkungen auf die Beziehung zum Kunden und Auswirkungen auf die Arbeit im Team. Also wie ändert sich das in meiner Arbeit, wenn ich wirklich agile Prozesse einsetze? Ich wollte anfangen mit ein paar Fehlinterpretationen. Das habe ich eigentlich erst so zum Schluss hinzugenommen in die Schule. Am Anfang wollte ich erst nur so zeigen, so das und das und das müsst ihr alles drauf achten. Es gibt aber auch ganz viele Punkte, wenn man so sich am Anfang mit agiler Softwareentwicklung beschäftigt, wo man erstmal so denkt, cool, das heißt ja das und das, und dann macht man irgendwie Sachen nicht mehr, die man eigentlich tun sollte. Ein Beispiel davon sind Konzeptionen. Ich glaube, da kann der Topsch auch ein Lied von singen. Der ist dann nämlich ein sehr großer Verfechter davon. Es ist immer noch wichtig, Konzepte zu machen. Man muss Prototypen vielleicht manchmal bauen. Man muss manchmal langfristige Pläne haben. Man muss Architektur entwickeln. Das sind alles Sachen, die nicht auf einmal unwichtig werden, wenn man agile Software entwickelt. Man setzt sich nicht einfach hin und codet los. Ja? Das klingt jetzt offensichtlich, natürlich ist das alles wichtig, aber ich habe es halt schon ganz oft erlebt, dass wenn es dann in die konkrete Sprintplanung geht, dass man dann sagt, ja okay, wir haben die Themen im Sprint ja im Planning besprochen, es ist ja alles klar, und dann gehe ich aus dem Planning raus, setze mich hin und code los. Ja. Dass aber sowas wie eine Konzeptionsphase, die zum Beispiel in einem Wasserfallmodell vorgesehen ist, auch in agilen Prozessen immer dazugehört, dass es halt alles nur innerhalb von der Iteration, innerhalb von dem Sprint passiert, innerhalb von der Bearbeitung von einem konkreten Ticket, dass ich mir erstmal Gedanken mache, wie will ich das denn irgendwie machen und vielleicht auch mal ein UML-Diagramm zeichne oder was weiß ich. Das wird oft nicht gemacht, weil man halt einfach sagt, so ja, wir haben ja die Inhalte im Planungsmeeting besprochen und Konzeption brauchen wir ja sonst nicht mehr. Und wichtig ist da eben auch, dass man ein bisschen vorausschaut. Das ist nämlich das Thema, vielleicht ein Punkt, den du eben gebracht hast. Wir haben immer das Backlog, die Themen, die in Zukunft noch anstehen, die Vision vom Produkt. Und das sollte ich immer im Blick haben. Auch wenn ich jetzt konkret für die aktuelle Iteration irgendeinen Mehrwert liefern will, muss ich trotzdem gucken, okay, wie muss ich denn meine Architektur, wie muss ich mein Feature gestalten im Hinblick auf die Dinge, die da noch kommen. Mal so ausgedrückt. Nächstes Punkt, Dokumentation. Ich habe da mal, es gibt dieses Agile Manifesto, was so vier Grundprinzipien der agilen Softwareentwicklung postuliert, und da steht drin, Working Software over Comprehensive Documentation. Und da lesen halt viele so raus, so ja, Hauptsache es läuft, ja, Dokumentation ist weniger wichtig. Dieses Agile Manifesto sagt explizit, die Sachen, die wir als weniger wichtig betrachten, sind immer noch essentiell und immer noch wichtig. Wir wollen nicht irgendwie komplette Softwareentwicklung, alles, was wir gelernt haben, über den Haufen schmeißen. Aber es geht einfach um die Wichtigkeit. Es bringt mir halt nichts, wenn ich halt seitenlange Schnittstellendefinitionen geschrieben habe und habe ein dickes Dokument, wo ich irgendwie alles drin erkläre und alles modelliert habe, aber es läuft halt nichts. Aber natürlich ist es immer noch wichtig, dass mein Code dokumentiert ist, dass meine Schnittstellen dokumentiert sind, dass ich vielleicht auch wirklich Papier habe oder PDFs, was ich dem Kunden nachher geben kann, damit sowas wie Betrieb auch nachher vernünftig laufen kann. Weil wenn ein Jahr lang mal nicht mehr an einem Projekt gearbeitet wurde, dann reicht es halt nicht, dass das Wissen im Team verteilt ist, dass man irgendwie Common Code Ownership hat, und dann guckt euch halt mal Code an, den ihr vor einem Jahr geschrieben habt. Wisst ihr da immer noch, warum damals diese und jene Designentscheidung getroffen wurde? Und ja, man will in agilen Prozessen jeden Sprint Mehrwert liefern, man will laufende Software produzieren, aber Dokumentation ist eben auch ein Teil von der Software, der auch mitgeliefert werden muss. Wird meiner Meinung nach oft vernachlässigt. Dritter und letzter Punkt, den ich mir so rausgesucht habe, ist eben das, wir liefern Features so früh wie möglich. Und die Codequalität wird iterativ durch Refactoring verbessert. Ist vom Prinzip her nicht falsch. Natürlich will ich immer wieder gucken auf meinen Code und gucken, hey, da haben wir Scheiße gebaut, das will ich refactoren.
Aber von vornherein mit dieser Anstellung ranzugehen, bedeutet halt so, Hauptsache Features liefern, ja, Qualität verlassen wir erstmal, ja, das kümmern wir uns später drum. Wir wollen ja ab dem ersten Sprint sofort irgendwie laufende Software liefern. Aber wenn ich auf die Qualität nicht achte, dann kann ich irgendwann keine Software mehr jeden Sprint liefern, weil dann muss ich irgendwann sagen, hey, jetzt müssen wir aber mal einen Sprint aufräumen, weil wir haben halt irgendwie ganz viel Technical Debt angehäuft. Und dafür haben wir dir ja aber in den ersten 5 Sprints jeden Sprint irgendwie 5 Features geliefert. Ich sag halt, dann liefert halt den Leuten vielleicht im ersten Sprint kein Feature, im zweiten Sprint ein Feature und dann pro Sprint irgendwie 2 Features statt 5 Features und dafür das dann aber kontinuierlich und immer. Weil, ja, man spielt dem Kunden da meiner Meinung nach auch eine falsche Velocity vor, wenn man halt einfach sagt so, naja, ich kann hier irgendwie pro Sprint 5 Features liefern, aber irgendwann hört es auf, weil irgendwann müssen wir halt die Scheiße aufräumen, die wir gebaut haben. Ja. Da gehen wir aber gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Das ist nämlich dann auch direkt mein erster Punkt, wenn ich jetzt mit den Don'ts fertig bin, so, was müssen wir tun? Codequalität. Codequalität ist immer wichtig, egal was ich für einen Prozess fahre, muss ich hier keinem irgendwie erzählen. Ich sage aber, ein agiler Prozess funktioniert nicht ohne Codequalität. Es wird explizit failen. Ja, also Agilität sagt, okay, ich will jederzeit auf die Anforderungen vom Kunden reagieren. Ich bin flexibel. Ja, ich kann mich ändernden Anforderungen anpassen. Ich kann schrittweise Features liefern. Wenn aber die Qualität nicht stimmt, dann kann ich das irgendwann nicht mehr, weil dann kann ich halt keine Erweiterung in meinen bestehenden Code einbauen, weil ich halt einfach eine schlechte Architektur gewählt habe oder weil ich halt einfach erstmal 1000 Sachen refactoren muss, bevor ich was Neues einbauen muss. Und bei einem, ich sage jetzt mal, klassischen Projekt, wo ich irgendwie nicht frühestmöglich irgendwie einen Mehrwert liefern will, sondern wo ich von vornherein gucke, dass ich irgendwie alles sauber aufbaue, ja, da muss ich auch auf Codequalität achten, weil ich mein Projekt irgendwie auch langfristig wartbar haben will. Aber ich kann halt trotzdem die Software liefern. Agile verspricht aber halt mehr. Agile verspricht halt nicht nur die Software zu liefern, sondern sagt halt, hey, wir können auch jederzeit irgendwie flexibel auf geänderte Anforderungen reagieren. Agile sagt, wir fangen klein an. Wir haben erstmal eine simple Architektur. Wir haben erstmal was ganz Kleines, was dir irgendwie schon was bringt und das erweitern wir Schritt für Schritt. Das funktioniert nur, wenn ich auch eine entsprechende Architektur mir auswähle, die mir genau das erlaubt. Und nicht von vornherein irgendwie mit der krass riesen overengineerten Architektur draufhau, die dann nachher vielleicht gar nicht gebraucht wird, weil das Projekt gar nicht so lange läuft. Und ja, deswegen sage ich halt, es gibt oft so diese Ansicht, ja, erstmal nur Features liefern und Codequalität refactort man später. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Man kann ein Stück weit Technical Debt aufbauen, aber das geht halt nicht. Und das ist in der Verantwortung der Entwickler. Ihr seid für die Qualität im Code verantwortlich. Und wenn ihr die Qualität nicht einhaltet, dann wird irgendwann der Prozess failen und dann hat man dem Kunden was Falsches verkauft. Und der Kunde kann nicht auf die Qualität achten, weil der hat keine Ahnung davon. Und er hat vor allem auch keine Ahnung von den Auswirkungen. Das müsst ihr ihm erzählen, was es für Auswirkungen hat und vor allem, was es ihm für Vorteile bringt, auf die Qualität zu achten. Nächster Punkt, wir wollen Lösungen liefern. Ich habe die bewusst im Anschluss dran gebracht, weil das sind halt die zwei Pole, die sich ein Stück weit widersprechen. Auf der einen Seite, ja, die Software soll qualitativ sein. Die Software muss, also alles muss sauber entwickelt sein. Das bedeutet vielleicht, dass ich langsam bin, ja. Das bedeutet vielleicht auch, dass ich ein bisschen vorausschauen, planen muss. Ich muss gucken, hey, wo wollen wir mit dem Projekt überhaupt hin? Ich muss meine Architektur entsprechend auswählen. Ich muss irgendwie gucken, dass ich keinen Overhead produziere und dass ich irgendwie unnötig Sachen zweimal baue. Deswegen baue ich es direkt von Anfang an richtig.
aber man kann es auch übertreiben. Ja? Der Ola hat mir so einen Begriff beigebracht, Yakni, you ain't gonna need it. Weiß nicht, ob das jeder kennt. Ich finde das eigentlich ziemlich cool, dass man sich eigentlich immer fragt, bin ich jetzt noch an einem Punkt, wo ich sage, ja, ich baue vorausschauend, oder bin ich schon an einem Punkt, wo ich irgendwas baue, wo ich denke, dass man es irgendwann mal braucht, wo ich aber noch gar nicht weiß, ob ich es jemals irgendwie einsetzen werde. Und das sollte man sich halt immer fragen. Und das ist meiner Meinung nach ein ganz zentraler, kritischer Punkt, den man gerade in der agilen Softwareentwicklung lernen muss, die Balance zwischen den beiden Punkten zu finden und da einfach den Punkt zu finden, wo mache ich zu viel und wo mache ich vielleicht zu wenig? Wo bin ich zu kurzsichtig? Wo habe ich jetzt quasi nur die pragmatische Lösung im Blick und wo schaue ich noch nicht weit genug voraus? Ja. Das Beispiel ist ziemlich gut, weil diese Sichtweise, hey, wir wollen eigentlich die Probleme vom Kunden lösen, bedeutet im Zweifelsfall, dass ich keine Software produziere. Ja, weil man muss dann als Entwickler einfach auch mal sagen, hey, ist das überhaupt eine Software, die du hier haben willst, oder liegt dein Problem nicht eigentlich woanders und willst du dein Problem nicht irgendwie organisatorisch lösen? Oder können wir dir vielleicht irgendwie eine Lösung anbieten? Simples Beispiel, hey, brauchst du überhaupt eine Software oder kannst du für das Problem nicht einfach Excel benutzen? Ja. Das ist ganz oft, ganz viele Probleme, die vom Kunden gestellt werden, kann man meiner Meinung nach mit Excel am besten lösen. Und man muss da nicht immer eine Software für bauen. Und genau diesen Blick zu haben, so nach dem Motto, hey, ich bin zwar Entwickler, aber wenn ich das Problem ohne eine Software lösen kann, dann schlage ich das dem Kunden vor und dann schlage ich es meinem Auftraggeber vor, weil wieso Software bauen, wenn wir keine brauchen? Und das ist meiner Meinung nach, das erfordert oft großes Umdenken und Disziplin, weil man immer erstmal sagt, ha, hier, wir sind Softwaredienstleister, wir bauen Software und natürlich verdienen wir unser Geld damit, aber es gibt so ein schönes Zitat auf Agile Quotes, wo es heißt, ja, wenn wir alle Probleme lösen könnten, ohne eine Zeile Code zu schreiben, dann würden wir das tun. Müsst ihr euch mal fragen, ob ihr das tun würdet, wenn das möglich wäre, oder habt ihr zu viel Spaß an Software zu schreiben? Ja, geil, oh, das weiß ich, das code ich runter. Aber einfach das Salz rüberreichen. Okay, nächster Punkt, Flexibilität. Habe ich eben schon mal angesprochen. Das ist ein Verkaufsargument für Agile. Ja? Wir verkaufen dem Kunden, dass wir auf sich ändernde Anforderungen reagieren können. Und genau dieser Frust, ja, ist ganz oft, was bei Entwicklern kommt, so, oh, hätte er sich das nicht vorher überlegen können. Und ja, ein Stück weit hat man da wohl recht damit, weil der Requirements Engineer oder der PO vielleicht seine Arbeit nicht ordentlich gemacht hat. Aber wenn er seine Arbeit richtig macht, Anforderungen können sich trotzdem ändern. Das ist eins, was wir verkaufen. Und eins von den Punkten, was ich hiermit halt sagen will, ist genau das, was in dem Comic abgebildet ist. Genau dieses Kopf auf den Tisch hauen, sollte man halt nicht tun, sondern man sollte halt sagen, ja, okay, cool, das liefern wir dir, das bieten wir dir. Das hat natürlich alles Grenzen. Ich kann nicht innerhalb von einem Sprint 5-mal irgendwie die Anforderungen ändern oder irgendwie komplett meinen Anwendungsfall irgendwie über den Haufen schmeißen. Das hat Auswirkungen, das muss man immer hinterfragen. Aber ein Stück weit ist das, was wir dem Kunden verkaufen. Das hat wiederum Auswirkungen auf die Technik, die ich auswähle, auf die Architektur, die ich auswähle, wie ich meine Software baue. Erlaubt mir das meine Architektur, irgendwie die Anforderungen zu ändern? Wie krass ist das vom Kunden gefordert? Wie sicher sind die Anforderungen, die ich vom Kunden bekomme? Muss ich alles hinterfragen? Dementsprechend meine Architektur, meine Software darauf ausrichten und das entsprechend einbauen. Das erfordert alles ein Stück weit Mitdenken. Ein anderer wichtiger Punkt, den ich hier mit reinbringe, ist fail fast. Das ist das, was meiner Meinung nach ganz oft nicht gemacht wird in Projekten. Das bedeutet, wenn sich irgendwie Anforderungen als nicht umsetzbar erweisen oder wir irgendwie sehen,
das, was der Kunde sich da plant oder was er sich da ausgedacht hat, das funktioniert einfach nicht. Dann wollen wir das so früh wie möglich erkennen, um das Projekt so früh wie möglich abzubrechen. Dieses Fail Fast ist sowohl auf fachlicher Ebene, ja, so irgendwie die fachliche Anforderung löst überhaupt gar nicht das Problem, was die haben, oder das, was die da wollen, fachlich, ist überhaupt gar nicht umsetzbar. Es kann aber auch auf technischer Ebene sein, so nach dem Motto, hey, die Architektur, die wir ausgewählt haben, passt überhaupt nicht für das Problem. Die Technologie, die wir ausgewählt haben, funktioniert nicht für das Problem. Wir wollen möglichst früh flexibel darauf reagieren können und einfach sagen, okay, lass es uns abbrechen, so wie wir das geplant haben, funktioniert es nicht. Kostenminimierung, wir probieren es anders oder wir machen ein komplett anderes Projekt oder wir machen nicht an dem Task weiter, den wir ja gerade machen. Und das liegt mit in der Verantwortung von den Entwicklern, weil ihr das frühzeitig erkennen müsst und dann halt auch einfach den Mut haben müsst, zu sagen, hey, das, was wir da gerade tun, wird so nicht funktionieren. Bitte brich es ab. Du willst da deine Kosten minimieren. Das kann auch im Kleinen und im Großen sein. Es kann einmal das komplette Projekt sein. Ja, ich will vielleicht das komplette Projekt canceln oder den kompletten Auftrag. Das kann aber auch im Kleinen sein. Irgendeine Story macht überhaupt keinen Sinn, so wie sie ist. Oder irgendeine kleine irgendeine technische Entscheidung macht so keinen Sinn. Und wir erkennen das möglichst früh und wollen möglichst früh kommunizieren, hey, das müssen wir umbauen, das wird so nicht funktionieren. Wir müssen das refactoren, wir müssen vielleicht wirklich mal einen halben Sprint einplanen, um irgendwas umzubauen. Aber eben möglichst früh, um flexibel reagieren zu können. Wenn wir zu spät reagieren, sind wir nicht mehr flexibel, dann dauert es nämlich ein halbes Jahr, bis man die Kosten wieder reingeholt hat oder bis man irgendwas wieder umgebaut hat. Okay, letzter Punkt zu Software. Wir können nur agile Softwareentwicklung anbieten, wenn wir auch einen entsprechenden Deployment- und Release-Zyklus haben. Es darf halt einfach kein Aufwand sein, die Software zu deployen. Es darf kein Aufwand sein, die Software zu testen. Es darf kein möglichst geringer Aufwand sein, die Software irgendwie live zu nehmen. Sonst können wir halt einfach diese kurzen Zyklen nicht bieten. Was ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, das ist ja sehr allgemein so, hey, das bedeutet agile Softwareentwicklung. Was es für den konkreten Entwickler bedeutet, ist, das liegt in der Verantwortung vom Team. Das heißt, jeder im Team muss sich mit solchen Thematiken beschäftigen. Wir haben nicht mehr den Admin, der für das Deployment oder für die Bereitstellung der Kiste zuständig ist. Wir haben auch vielleicht nicht mehr den DevOps im Team, der sich immer um das da kümmert und ja, der kennt sich da aus und der stellt uns immer hier schön die VM bereit und was weiß ich, sondern jeder im Team muss in der Lage sein, das zu tun, sich damit zu beschäftigen. Und das bedeutet eben auch, sich mit Themen zu beschäftigen, für die man sich vielleicht gar nicht so sehr interessiert, weil, ich bin ja hier nur der Entwickler und lass mich in Ruhe mit diesem ganzen DevOps-Gedönse. Dafür haben wir ja den DevOps im Team. Ja, es gibt Experten im Team, die sich vorrangig mit sowas beschäftigen, die sich dafür am meisten interessieren, bei denen da das Herz für brennt. Aber meiner Meinung nach kann es nur funktionieren, wenn im Zweifelsfall jeder im Team zumindest ein Grundwissen hiervon hat und weiß, wie das funktioniert. Und das bedeutet halt auch wirklich dann vielleicht mal seinen Arsch hochzukriegen und sich mit Sachen zu beschäftigen, die einen eigentlich nicht so interessieren. Grundsätzlich ist das hier so ein bisschen das Optimalbild. Das kann sich natürlich immer alles entwickeln. Ja, vielleicht habe ich im ersten Schritt nur einen automatisierten Testdurchlauf und muss auf einen Knopf drücken, damit es released wird. Vielleicht habe ich noch kein aufs Knöpfchen drücken und Deployment. Aber das ist halt so ein bisschen das Ziel. Ist aber weniger der Punkt, für was bedeutet es konkret für Entwickler. Okay, nächster Punkt wäre Zusammenarbeit mit dem Kunden. Wie ändert sich die? Das höchste Ziel, was wir haben, ist, die Probleme vom Kunden zu lösen, den Kunden durch kontinuierliches Liefern von Software zufriedenzustellen. Offensichtlich, ja, aber was bedeutet das für mich? Meiner Meinung nach bedeutet das für viele eine Umstellung im Denken.
Es bedeutet nämlich, dass man ein bisschen mitdenkt, dass man nicht einfach stumpf die Tickets abarbeitet, so ja, hier ist die Anforderung, okay, habe ich verstanden, ich code das runter, sondern ich überlege halt wirklich, hey, wie löse ich das Problem vom Kunden? Spielt so ein bisschen in den gleichen Punkt rein, den ich eben schon mal erwähnt habe, so wie kann ich das vielleicht ohne Software lösen? Aber auch wenn ich ein konkretes Ticket habe, wie sieht vielleicht eine pragmatische Lösung aus? Ja? Wie kriege ich das hin, innerhalb von einem Sprint ein konkretes Problem für den Kunden zu lösen, ohne dass ich zu ihm gehen muss und sagen muss, ey, was du da aber verlangst, ist aber ein Riesenthema, da müssen wir erst 1000 Frameworks irgendwie reinziehen, Sachen drumherum bauen und 5 neue Schichten einführen und was weiß ich, das dauert ein halbes Jahr. Ja? Und da halt wirklich mitzudenken und zu überlegen, okay, wie kann eine pragmatische Lösung aussehen, die vielleicht nicht die Endlösung ist, aber die nach 2 Wochen dem Kunden schon was bringt. Das erfordert bei vielen Leuten meiner Meinung nach Arbeit, weil man erstmal natürlich irgendwie die geile, perfekte Superlösung bauen will. Aber der Kunde soll zufrieden sein, das ist das Hauptziel. Was ich noch sagen wollte, das heißt eben manchmal auch, dass ich dem Kunden Alternativen vorschlage. Ja? Der Kunde hat vielleicht schon die perfekte Lösung im Kopf und die perfekte Lösung vom Kunden dauert halt 3 Monate. Da sage ich halt, hey, würde es dir nicht im ersten Schritt schon helfen, wenn ich dir irgendwie einen CSV-Export anbiete, dann kannst du es in dein Excel importieren und das einfach, wie du es bisher auch schon bearbeitest, löst. Aber da muss man halt entsprechend auch dann enger mit dem Kunden zusammenarbeiten und halt einfach dann ihn beraten. Das ist dann mein nächster Punkt, Zusammenarbeit. Der Product Owner ist Teil des Teams. Das sagt sogar, habe ich letzte Woche erst gelernt, das fand ich total faszinierend, das sagt der neue Scrum Guide sogar aus. Der alte Scrum Guide war so, es gibt den Scrum Master, es gibt den Product Owner und es gibt das Entwicklerteam. Der neue Scrum Guide sagt, es gibt den Scrum Master und das Entwicklerteam. Ja, das heißt, der Product Owner ist Teil des Entwicklerteams. Der codet zwar nicht, aber er entwickelt zusammen mit euch eine Softwarelösung oder eine Lösung für ein Problem. Und sich darauf einzulassen und zu sagen, hey, ich beziehe den wirklich ein, ich arbeite selbst auch mit, ich übernehme selbst vielleicht ein Stück weit die Ideenfindung, wie man gewisse Probleme lösen kann, in Zusammenarbeit mit dem, der zum Kunden geht, die fachlichen Anforderungen aufnimmt und wirklich die fachliche Expertise reinträgt. Aber ich kann wirklich mitwirken. Ich bin nicht nur der Programmierer, der da sitzt und die Anforderungen runtercodet, sondern ich arbeite zusammen mit dem Product Owner an einer geilen Lösung. Darauf muss man sich einlassen. Es gibt da so ein bisschen 2 Unterscheidungsebenen meiner Meinung nach. Der eine Punkt ist, wenn ich wirklich einen Product Owner vom Kunden da habe, dann ist es natürlich ein bisschen was anderes, wie wenn ich einen PO habe, gerade so bei Dienstleistungs, wie wir es jetzt haben, der zum Beispiel von uns gestellt würde. Ja, wenn wir einen Product Owner stellen, der geht zum Kunden, nimmt die Anforderungen auf und arbeitet dann bei uns mit dem Team zusammen. Ist eine ganz andere Arbeitsweise, wie wenn ich direkt mit jemand vom Kunden zusammenarbeite. Aber in beiden Fällen bedeutet es meiner Meinung nach, dass man sich darauf einlassen muss und dass eben auch man eben mit dem Product Owner sich zusammensetzt und vielleicht mal ein Stück weit ihm im Requirements Engineering unterstützt, dass man vielleicht ein Stück weit sagt, hey, wir haben die Software hier irgendwie gestern mal ausprobiert, wir haben da festgestellt, das Testsystem, das ist alles total langsam, willst du da nicht mal mit denen reden, ob man da irgendwie Performance-Optimierungen machen kann? Weil das kann den Nutzern so keinen Spaß machen, die Software zu benutzen. Da muss man selbst eben auch mal sich einbringen und halt sagen, hey, es kommen auch Feature-Vorschläge aus dem Team raus. Damit das alles funktioniert, jetzt kommen wir zum Einwand von Christian, muss ich als Teammitglied die Domäne vom Kunden verstehen. Da habe ich demnächst ein sehr cooles Video zugesehen. Da würde ich auch nachher noch kurz den Link irgendwie rumgeben an alle von Martin Fowler. Der wurde irgendwie gefragt von ganz vielen Leuten,
hey, wie werde ich ein besserer Entwickler? Was muss ich tun? Was sind so die Kerndinge, die ich mir anschauen muss? Ja? Dann hat er gemeint, so, ja, ich könnte denen jetzt sagen, hier, lern möglichst viele Programmiersprachen oder guck, dass du irgendwie möglichst viele Frameworks kennst von der Technologie, mit der du deinen Großteil deiner Probleme löst. Er hat gemeint, der zentrale Punkt, den er den Leuten immer rät, ist, setz dich mit der Domäne von dem Kunden auseinander, mit dem du arbeitest. Und ja, auch wenn du verschiedene Projekte hast und vielleicht in ganz verschiedenen Domänen mit dem Kunden arbeitest, so, hey, ich mache irgendwie ein halbes Jahr lang irgendwie Containerlogistik und das nächste halbe Jahr mache ich irgendwie für ein ganz anderes Projekt irgendwie Banksoftware. Er sagt, es hilft einem, wenn man lernt, wie man sich in fachliche Domänen einarbeitet. Das ist ein Skillset, das man sich irgendwie aneignet, was man dann auch auf andere Domänen anwenden kann. Wenn ich weiß, wie ich mich in irgendeine konkrete fachliche Domäne einarbeiten kann, dann kann ich das im nächsten Projekt auch viel schneller, viel effizienter machen. Und nur so kann ich wirklich an coolen Lösungen mitentwickeln. Nur wenn ich die Domäne verstanden habe, kann ich auch selbst verstehen, wie ich Probleme optimal lösen kann. Und genau das wird von Entwicklern gefordert. Wir sind keine Programmierer, wir entwickeln Lösungen. Und damit ich irgendwas lösen kann, muss ich es verstehen. Dazu gehört dann natürlich auch der Punkt, dass ich möglichst wenig Sachen bauen will, die dem Kunden überhaupt gar nichts bringen. Im agilen Umfeld wird das ein bisschen Waste genannt, ja. Also Dinge, die ich in die Software einbaue, die aber letztendlich überhaupt gar nichts bringen, die das Problem nicht lösen, die komplett am Use Case vorbeigehen. Dazu muss ich die Domäne verstanden haben. Dazu muss ich verstehen, wie arbeitet denn der Benutzer tatsächlich mit der Software. Das kann man natürlich alles durch Benutzerstatistiken, Analysen und ich filme den Benutzer beim Benutzen der Software rauskriegen. Aber viel geiler ist es, wenn ich als Entwickler das selbst mir wirklich aneigne und vielleicht selbst auch wirklich hingehe und wirklich verstehe, okay, was machen die denn da eigentlich jeden Tag, ja? Und wie kann denn die Software überhaupt die am besten unterstützen? Und ist das, was ich hier gerade baue, behindert das den vielleicht in seiner Arbeit sogar? Das ist ja dann noch der schlimmere Fall von Waste, ja? Waste ist ja einfach nur Teile von der Software, die nicht benutzt werden. Ich habe da mal in der Scrum-Einführung, die ich gegeben habe, so eine coole Grafik gemacht, wo irgendwie so ein Tortendiagramm, kann man auch nach googeln, irgendwie so Features von der Software, die nicht benutzt werden. Ich glaube, irgendwie 60% von der Software werden überhaupt nie benutzt. Wenn man sich mal sowas... Ich meine, ihr könnt ja selbst mal gucken, wenn ihr Excel benutzt, wie viel Features von Excel benutzt ihr denn tatsächlich? Genau. Hier sehe ich halt auch einen ganz klaren Unterschied zu so klassischen Prozessmodellen, ja, wenn ich halt einfach die Anforderungen, das, was ich coden muss, vom Kunden vorgegeben kriege und quasi überhaupt gar kein Mitspracherecht habe, dann muss ich vielleicht gar nicht verstehen, was er da eigentlich will. Dann kriege ich halt einfach hier mein Pflichtenheft, jetzt mal extrem ausgedrückt, so extrem ist es ja hoffentlich in den wenigsten Fällen hier bei uns, aber ich kriege einfach die Anforderungen vom Kunden und das führe ich dann halt einfach aus. Und dann mache ich halt auch eben einfach jeden Scheiß, auch wenn ich selbst irgendwie verstehe, dass das totaler Humbug ist. Aber ja, das will er halt haben und dann kriegt das halt. Aber hier wollen wir halt nicht das einfach stumpf liefern, was er fordert, sondern wir wollen selbst mitentscheiden. Und da habe ich eine sehr coole Anekdote zu. Das war auch in dem Video von dem Martin Fowler. Das ist das Empfehlungsfeature von Amazon. Ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe es nicht nachrecherchiert, aber ich glaube ihm einfach, wenn er das erzählt. Er hat gemeint, genau dieses Feature so, hey, wenn du dir irgendwas anguckst, kriegst du direkt darunter Empfehlungen. So Kunden, die das gekauft haben, haben sich auch das angeschaut. Das wollte der PO damals nicht haben. Der hat gesagt, das ist totaler Humbug, das können wir niemals machen. Der soll sich doch auf das Produkt hier fokussieren, was er kaufen will. Und wenn wir dem jetzt direkt irgendwie andere Produkte anzeigen, dann wird er ja total vom Kaufen abgelenkt. Der soll oben auf seinen Einkaufskorb klicken und soll kaufen, kaufen, kaufen. Der soll nicht irgendwie ewig rumbrowsen, ja.
Und da kam aus dem Entwicklerteam der Vorschlag, ey, aber das ist doch eigentlich voll geil, genau das wollen wir haben. Und dann haben die einen Prototyp dafür gebaut, gegen die Entscheidung vom PO, ja, haben gesagt, ey, wir machen das jetzt einfach. Ich weiß nicht, ob sie es in ihrer Freizeit gemacht haben, ob das damals so akzeptiert war, muss man sich halt einigen, aber ich find's halt eigentlich eine saucoole Sache, wenn die halt einfach sagen, hey, wir bauen das jetzt einfach, wir schlagen es dem vor, wir zeigen es ihm. Und dann haben sie halt Tests gemacht mit Usern, haben halt wirklich geguckt, okay, wie ist das Verhalten vorher, wie ist das Verhalten nachher. Und ja, scheinbar war das Feature dann doch irgendwie ganz cool und wurde dann jetzt tatsächlich reingebracht. Und ich meine, wir wissen ja alle, wozu es geführt hat. Also fand ich faszinierend, dass das so, dass das echt so ein Ding war, was dann wirklich von den Entwicklern getrieben wurde, ja, wo die Entwickler gesagt haben, hey, das ist es, das willst du haben, das löst, das bringt Profit, das bringt Kohle, das wollt ihr haben. Ja. Okay, letzter Punkt noch zu Zusammenarbeit mit dem Kunde, Zeitdruck. Ist vielleicht auch so ein bisschen eine Misconception, beziehungsweise gibt es unterschiedliche Ansichten. Also es gibt Leute, die sagen, oh ja, wenn man agil Software entwickelt, dann darf es keine Deadlines geben. Ja, das widerspricht ja komplett dem agilen Gedanken und wir liefern ja von Anfang an jeden Sprint Mehrwert und das Produkt ist ja auch niemals fertig, sondern es gibt einfach immer nur Probleme, die gelöst sind und Probleme, die noch nicht gelöst sind. Deadlines gibt's ja in dem Sinne gar nicht. Ich denke, ja, Deadlines können schon irgendwie Sinn machen, weil das ist ja auch unrealistisch, dass man keine Deadlines hat, weil es gibt halt in der realen Wirtschaft einfach Termine, wann halt irgendwas live gehen soll und es muss ja auch Marketingkampagne darauf abgestimmt werden und was weiß ich. Ja, es gibt Deadlines, aber jetzt kommen wir zu der Verantwortung von den Entwicklern. Ihr müsst halt dem Kunden oder eurem Product Owner von Anfang an klar machen, jeder Sprint ist eine Deadline, ja. Am Ende von jedem Sprint liefern wir Software. Wir arbeiten nicht auf eine Deadline hin und 2 Wochen vor der Deadline kriegen wir auf einmal irgendwie den Herzkasper und machen alle 2 Stunden Überstunden jeden Tag, sondern wir einigen uns halt von Anfang an auf einen konstanten Speed, den wir halt einhalten können. Ja, wir arbeiten halt alle unsere gewisse Zeit pro Woche. Jeder Sprint ist uns wichtig, jedes Ergebnis ist wichtig, jedes Release ist wichtig und dann habe ich halt vielleicht einfach schon 2 Wochen vor der Deadline ein entsprechendes Ergebnis, mit dem ich theoretisch live gehen könnte und kann dann halt den letzten Sprint vor der Deadline noch nutzen, zu sagen, okay, was wären denn jetzt dann noch die coolsten Erweiterungen, die das quasi noch geiler machen? Oder ich merke halt irgendwie 8 Wochen vor der Deadline, oh scheiße, die Deadline können wir so nicht halten, den Feature-Umfang, den ihr euch da vorgestellt habt, das schaffen wir nicht. Ja, okay, dann planen wir halt die letzten 4 Sprints, die wir noch haben, mit diesem Wissen im Kopf und gucken halt, was ist denn dann aus der aktuellen Situation raus, das minimal lieferbare Produkt, was wir bis zu der Deadline liefern können. Das funktioniert aber nur, wenn man von Anfang an mit dieser Einstellung rangeht. Wenn man halt nicht am Anfang sagt, so, oh ja, das Projekt läuft ja ein halbes Jahr, da können wir ja erstmal locker loslegen und dann machen wir ja erstmal riesen Architekturdesign und es ist ja überhaupt nicht wichtig, ob man im ersten Sprint schon Features liefert, das sagen die zwar so, aber wir gehen ja sowieso erst in einem halben Jahr lang live. Wenn ich mit der Einstellung von vornherein nicht rangehe, mache ich mir am Schluss Stress und dann habe ich doch wieder klassisches Projekt und Stress bei Deadlines und das bringt halt nichts. Team. Arbeit im Team. Wir arbeiten immer in Teams oder oft in Teams. Es gibt hoffentlich wenig Leute hier, die nicht in Teams arbeiten. Man muss in Teams arbeiten können, muss Teamfähigkeit beweisen. Ich glaube, es würde hier niemand eingestellt werden, der nicht irgendwie teamfähig ist. Hoffe ich zumindest. Aber ich sag's halt ganz krass, Agile funktioniert halt nicht ohne Teamfähigkeit. Ja? Also es funktioniert halt nicht, dass Leute einzeln vor sich hinarbeiten und dass ich im Prinzip eine Gruppe von 5 Einzelcodern habe, die halt ihr Ding runtercoden und nicht nach links und rechts gucken, die vielleicht irgendwie nicht mit anderen Leuten kommunizieren können, nicht kommunizieren wollen und
ja, jede Interaktion mit anderen irgendwie scheuen. Ich kann dann halt auch nicht mit dem Kunden den oder den Product Owner in mein Team mit einbeziehen, mit ihm zusammenarbeiten, wenn ich nicht teamfähig bin. Und hier muss ich gerade mal einen kurzen Einschub bringen. Es gibt natürlich Leute, die nicht teamfähig sind. Es gibt Leute, die nicht gut mit anderen interagieren können, die nicht in diesen engen Austausch kommen können, die nicht dieses enge Zusammenarbeiten schätzen und lieben und wollen. Und das ist nicht schlimm, weil man muss ja nicht agile, einen agilen Prozess fahren. Es gibt auch andere Prozesse und die funktionieren vielleicht auch und die haben halt ihre Vor- und Nachteile. Und man ist nicht irgendwie schlechter oder irgendwie rückständiger oder irgendwie von vor 20 Jahren, wenn man keine agilen Prozesse fährt. Man muss sich halt bewusst machen, was uns ein agiler Prozess bringt. Man muss sich bewusst machen, was man verliert, wenn man den nicht fährt. Aber wenn man den fahren will, muss man teamfähig sein. Und die Leute, die das halt nicht können, die passen dann halt vielleicht einfach nicht in den agilen Prozess rein. Und ich glaube, geh sterben. Also ich hab dem letzt erst einen coolen Artikel gelesen, das hieß halt Why Pair Programming Sucks for Me. Ja? Die hat halt gesagt, hey, sie kam in eine Firma, die haben einen agilen Prozess gefahren und sie wurde von Tag 1 an zum Pair Programming gezwungen und hat sich immer unwohler damit gefühlt, weil sie wollte das halt einfach nicht und sie hat das auch total als ineffizient empfunden und die wurde halt nach der Probezeit sofort wieder rausgeschmissen, weil sie war nicht teamfähig und hat dann in einer anderen Firma gearbeitet, wo sie quasi komplett freiständig arbeiten konnte. Sie hat nur Homeoffice gemacht, sie fährt halt mit dem Fahrrad durch L.A. und setzt sich in irgendeinen Café mit ihrem Laptop und codet einfach ihr Zeug runter ist halt wurscht, egal wie sie ihre Arbeit aufteilt. Sie kann abends arbeiten, morgens arbeiten, Hauptsache es wird halt irgendwie geliefert, irgendwie zu einer gewissen Deadline, die Software, die verlangt ist. Und sie arbeitet halt komplett alleine, komplett remote, komplett überhaupt nicht mit anderen Leuten zusammen und liefert geile Software, hat viel mehr Spaß am Job und das klang saugeil. Ja? Und dann denke ich mir so, ja, vielleicht ist das der Weg für manche Leute. Manche Leute wollen sich halt nicht drauf einigen, dass sie jeden Tag um 8 Uhr morgens in einem Daily stehen müssen, weil sie halt Langschläfer sind, weil sie lieber irgendwie abends um 10 arbeiten, wo halt sonst keiner mehr verfügbar ist. Aber wenn man halt im Team arbeitet, muss man halt Kompromisse finden. Dann macht man halt das Daily um 9:30 und ja. Rollen im Team. Da gibt's auch so ein bisschen unterschiedliche Ansichten. Es gibt einmal so diese krasse Ansicht, ja, es gibt keine Rollen, jeder kann alles. Habe ich auch eben so ein bisschen bei diesem Continuous Delivery Thema gesagt, wo wir gesagt haben, ja, jeder muss sich damit beschäftigen. Ich bin persönlich nicht davon überzeugt, dass jeder alles können muss. Ich sag aber, es darf nicht einen Experten für ein Thema im Team geben und nur der ist der Ansprechpartner für das Thema. Sondern ich rede immer so von Stufen. Ich sag halt, es gibt einen Experten im Team, der kann das halt, der ist halt immer der das Wissen ins Team trägt, der sich da halt auch gern mit beschäftigt, der einfach dem sein Herz dafür brennt. Dann gibt's halt jemand, der kann den im Notfall ersetzen. Und bei allen anderen ist ein gewisses Grundwissen da. Und das bedeutet meiner Meinung nach wiederum, dass man sich halt auch mit Themen beschäftigen muss, die einen vielleicht nicht so interessieren. Wir haben konkret momentan im Contago-Team Turtles das Thema Android-Entwicklung. Da ist halt der Tobi Knell ganz klar der Experte, aber er ist halt auch der Einzige, der es wirklich kann. Und da haben wir momentan ein riesen Wissensverteilungsthema. Und die Aussage vom Team war halt ganz klar, hey, wir wollen dahin, dass der Kunde theoretisch einen Sprint komplett nur mit Mobile-Themen füllen könnte, wenn das aus seiner Sicht das Sinnvollste ist. Das bedeutet, dass jeder im Team in so einem Sprint dann an Mobile-Themen arbeiten könnte. Ja? Er muss kein Experte dafür sein, aber er muss sich so weit mit dem Thema beschäftigen, dass er zumindestens jemand anderen in einem Pair-Programming oder so sinnvoll unterstützen könnte, dass er ein Code-Review machen kann und eine fundierte Aussage treffen kann über Code-Qualität. Und ja, es muss einfach jeder sich mit Themen beschäftigen,
die eigentlich nicht so sein Lieblingsthema sind. Hier nochmal der Punkt, es gibt keine Programmierer. Ja, es gibt nicht dieses, ja, ich bin Java-Programmierer oder ich bin JavaScript-Programmierer und ich programmiere JavaScript und sonst tue ich nichts. Das funktioniert halt nicht in agilen Teams. Und wenn man das will, was ich halt eigentlich auch eine coole Idee finde, so, hey, ich bin halt einfach der absolute Experte, ja. Frag mich was zu Spring, ich kann dir alles beantworten, aber JavaScript, nie gesehen. So Leute sind bestimmt cool und super wichtig, aber ich glaube, in richtig gut funktionierenden agilen Teams passt das nicht ganz. Da muss man halt auch ein Stück weit sich mit Sachen beschäftigen, die einem nicht so passen. Wer kennt noch die Serie? Die drei Musketiere, ich fand das total geil damals mit den Hunden. Ich weiß nicht, läuft das noch irgendwo? Ich habe das nirgendwo mehr seit Ewigkeiten gesehen. Und ich habe explizit nach dem Bild gesucht. Ich fand das total geil. Einer für alle, alle für einen. Teamzusammenhalt. Es gibt keine Schuldzuweisung in guten Teams. Ja, also das sind jetzt konkrete Punkte, was bedeutet Teamzusammenarbeit. Das ist wiederum, das sind jetzt wirklich Punkte, die sind für alle Teams relevant. Ja, aber gerade in richtig gut funktionierenden Teams, die man für einen guten agilen Prozess braucht, bedeutet das meiner Meinung nach einfach einen krassen Teamzusammenhalt. Bedeutet, irgendjemand hat einen Fehler gemacht, das Team steht dafür ein. Und ich stelle mich nicht hin und sage, boah, ja, das hat der da drüben, wenn ich da dabei gewesen wäre, ich hätte das nie so gebaut. Also warum habe ich nicht mit dem gepairt und ich muss in Zukunft alle Code-Reviews machen, weil sowas können wir ja nicht mehr liefern. Das ist ja total peinlich. Das funktioniert halt nicht. Das kann man intern in der Retro mal ansprechen und kann halt sagen, hey, da haben wir ein Problem, da müssen wir dran arbeiten. Und ja, dann bringe ich mich mehr ein und gehe zu den Leuten hin und sage, hey, ich bring's dir bei. Es ist aber nie so, ja, ich hätte das anders gemacht, ich hätte es besser gewusst. Und der schreibt immer so scheiß Code. Heißt auf der anderen Seite auch, ich stelle mich nicht hin und sage, oh, ich hab's gerockt, ich bin der Geile, ich habe das geile Deployment hier konfiguriert und jetzt können wir mit einem Klick alles deployen und ich habe das geile Feature gerockt und alle müssen zu mir aufgucken und was weiß ich. Es gibt meiner Meinung nach keine Helden. Es gibt sogar Firmen, wo das halt so krass umgesetzt ist, dass halt das Gehalt von den Leuten nicht individuell berechnet wird, sondern einfach für das Team. Ja? Wenn das Team rockt, wenn das Team geil ist, dann kriegt das ganze Team eine Gehaltserhöhung. Ja? Und ja, vielleicht ist Gehalt halt da, könnte man darüber diskutieren, ob Gehalt halt da der richtige Motivationsfaktor ist und was weiß ich. Aber da gibt's halt nicht so dieses, das hier ist der Star-Entwickler und der hat jetzt die Architektenrolle und der trifft hier immer die Entscheidungen und deswegen kriegt der jetzt irgendwie doppelt so viel wie jemand anderes im Team. Die sagen halt ganz klar, wir wollen unterstützen, dass das Team sich als Ganzes sieht und dass das Team als Ganzes geile Software produziert und dann wird halt auch das Team als Ganzes entsprechend dafür entlohnt oder halt, ja. Und das bedeutet halt auch ein Stück weit, dass ich mich halt zurücknehmen muss, dass ich halt sagen muss, okay, es geht nicht um mich, es geht nicht darum, dass ich jetzt der supergeile Checker bin und dass ich hier, sondern dass ich immer sage, okay, wie kann ich mit meinem geilen Wissen, das ich habe, das Team voranbringen? Ja? Wie kann ich das in das Team reinbringen? Wie kann ich uns alle damit mehr voranbringen? Das bedeutet aber eben auch, dass man Verantwortung übernimmt, dass man mit Mut rangeht, dass man sagt, okay, ich bringe mich jetzt wirklich ins Team ein und ja, ich kann meinen Beitrag leisten und ja, ich bin zwar erst irgendwie seit einem Jahr dabei und ja, ich komme vielleicht gerade erst von der Uni, aber hey, ich kann mich auch mit Themen beschäftigen und ich kann auch meinen Beitrag liefern und ich kann auch den Senior-Entwickler in einem Code-Review auf was hinweisen, was ich auf meiner letzten Konferenz irgendwie gelernt habe, was der halt noch nicht weiß. Und so war ein Zitat, was ich auch, der Achim hat irgendwie gestern einen coolen Blogbeitrag rumgeschickt, war ein cooles Zitat drin. Ich krieg's nicht mehr richtig zusammen. Teamentwicklung bedeutet Eigeninitiative. Also nur, wenn ich immer als Ziel habe, wie kann ich das Team mehr voranbringen, dann passiert halt auch irgendwas. Letztes Slide.
Emotionen. Ist jetzt auch schon wieder ein sehr spezifisches Thema, auf was ist in Teamzusammenarbeit wichtig. Kommt auch aus einem konkreten Artikel, den ich dazu gelesen habe, den ich sehr interessant fand. Und da war einfach so diese These, es gibt irgendwie so Mirror-Neutrons. Läuft gerade irgendwie ziemlich viel Forschung, ist auch noch nicht komplett ausgeliefert. Die Grundaussage davon ist, ich habe gewisse Zellen in meinem Gehirn, die dafür sorgen, dass ich Gefühle von anderen Menschen, die ich mitbekomme, die ich sehe, dass die auf mich wirken und dass die mein Gehirn quasi widerspiegelt. Das bedeutet, ich erlebe die Gefühlssituation des anderen so, als wäre ich selbst in der Situation. Wenn mein Gehirn selbst irgendeine Situation kennt, die auf diese Gefühlsäußerung von dem anderen matcht, dann spielt mein Gehirn quasi implizit genau diese Situation nach und sorgt bei mir dafür, dass ich genau diese Gefühle auch empfinde, die ich in dieser vergleichbaren Situation hatte. Was bedeutet das konkret? Wenn jemand mit so einer Schnute morgens reinkommt und hat überhaupt keinen Bock auf die Scheißarbeit schon wieder und das Scheißprojekt und das machen wir ja jetzt die nächsten 5 Jahre noch und ist das alles blöd hier. Das zieht das ganze Team runter. Ja? Wenn aber jemand mit einem Lächeln morgens reinkommt und sagt, hey Leute, hey, wie war dein Tag und ist das cool und was machen wir denn heute? Und ah ja, ich weiß, scheiße, aber hey, wir rocken das und wir kriegen das hin und morgen wird's noch besser. Einfach Motivation, ja, das trägt's ins ganze Team rein. Es ist einfach wichtig, sich das bewusst zu machen. So wie ich mich verhalte, das wirkt auf das ganze Team. Ich kann ein ganzes Team ganz alleine durch mein Verhalten runterziehen oder hochziehen. Wenn man sich das bewusst macht, wie krass diese Auswirkungen sein kann und wie krass sich entsprechende Motivation und Einstellung zur Arbeit auch auf die Produktqualität, auf die Geschwindigkeit, die Effizienz, die Velocity auswirkt, dann ist das meiner Meinung nach das meist unterschätzte Thema, was so Arbeit in Teams betrifft, generell. Ja, weil ich einfach glaube, da ist ganz viel Arbeit, da kann vor allem auch ganz viel von jemand, der vielleicht in der Scrum Master Rolle ist, entsprechend von außen unterstützt werden, weil dann ist zumindest schon mal einer da, der hoffentlich jeden Tag mit einem Lächeln reinkommt und immer sagt, hey Leute, hier und jetzt los geht's und der das Team versucht ein bisschen hochzuziehen. Ich hoffe zumindest, dass ich das immer irgendwie so rüberbringe. Ich versuch's zumindest. Ja, ich finde einfach, das ist ein Punkt, da muss man sich, wenn man sich sowas bewusst macht, wie krass die eigene Außendarstellung auch auf andere wirkt, andere beeinflusst, dann kann man damit riesige Dinge bewegen. Das wäre so mein Schlusspunkt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Diskussion, Fragen, Ideen? Also zum letzten Punkt, Emotion und davor, man soll seine Heldentaten nicht feiern. Das widerspricht sich meiner Meinung nach so ein bisschen, weil ich glaube, in einem kleinen Rahmen kann man das schon mal machen. So, ich bin der Meinung, ich habe was total Cooles gemacht, zieh dir das rein und können wir sowas in Zukunft immer in die Richtung gestalten. Glaube ich schon, dass es förderlich fürs Team ist und auch für einen selber. Also man sollte sich nicht verbieten, sich darüber zu freuen, dass man geilen Scheiß gemacht hat. Ich glaube, es geht eher darum, sich nicht selbst so abzufeiern, zu sagen, ich bin der Größte, ich habe es geschafft, und als die anderen es niemand geschafft. So. Also dieses, ja. Ich heb mich hoch und tut sich dabei rum. Sie haben auch alle richtig verstanden. Ich finde nur, das im Zusammenhang dann irgendwie das Gehalt vom Team daran zu koppeln. das war nur so ein Beispiel. Ja, weil ich sag mal, das führt dann halt, kann halt schnell dazu führen, dass man halt sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner reduziert. Halt, da sitzt der Typ, der macht so Scheiße und wir werden halt alle auf seinem Niveau bezahlt, dann gleiche ich mich halt irgendwo an. Aber der Punkt ist ja schon ein bisschen valide, wenn der Typ da sitzt und nur Scheiße baut, dann ist er ganz gut, wenn, also dann hast du ja ein Interesse, ihm zu helfen, dass es nicht mehr so ist.
Also ich glaube, das ist die Aussage dahinter. Wir machen das jetzt durch Kohle. Ja, natürlich. Es ist wahrscheinlich auch nicht so, dass... Ich fand das Beispiel halt nur ziemlich geil, so einfach um es mal wirklich ins Extreme zu führen, so wie extrem das manche halt machen. Ich sag mal, ob man das will. Vielleicht könnte man das nicht ans Gehalt, nicht nur Gehalt anfangen, sondern halt irgendwie, weiß ich, das Team, was jetzt vorhin gab, jetzt was weiß ich, halt irgendwie armes, keine Ahnung, irgendwie in die Teile gehen, auch wenn das kostet nicht so. Sonst Anmerkungen, Fragen? Das Video, was ich irgendwie erwähnt habe, das heißt übrigens von Martin Fowler, Not Just Code Monkeys. Die ersten 10 Minuten sind meiner Meinung nach super interessant. Da geht es halt voll so drum, hey hier, du musst dein Domänenwissen auch mit in die Produktentwicklung reinbringen. Der zweite Teil, die zweiten 10 Minuten sind Geschmackssache. Mir hat es super gefallen, weil da geht es so drum, wir müssen die Welt retten! Aber, ja, das Geschmackssache. Mag vielleicht nicht jeder. Ist sehr idealistisch. Ja, gut, dann wäre ich durch. Wenn sonst keiner... Ja, ja? Zum Thema Domänenwissen. Gibt es hier in dem Raum schon Erfahrungen, wenn ich jetzt zum Kunden sage, hey, ich will eine Woche bei deinen Mitarbeitern an der Schulter stehen und sehen, was die machen. Ist das hier schon mal gemacht worden? Ja. Oder kennt man da was aus Erzählungen von Kumpels? Der Ole postuliert das ganz stark. Er sagt halt, er will dahin, er will sehen, wie die Software benutzt wird. Stößt momentan noch ein bisschen auf Widerstand, weil die Kunden oder die Nutzer wohl irgendwie sagen, so, die beobachten mich und die gucken, ob ich ihr irgendwie meine Arbeit richtig mache. Weil der Ole ja auch Kameras aufstellen will, weil er halt wirklich sehen will, wo klickt er hin und wie ist das Klickverhalten und das analysieren will. Aber das ist ein Punkt, wo der Ole halt sagt, Usability und UX-driven Development funktioniert halt nur so. Du kannst halt nur gucken, wenn du halt siehst, wie die das benutzen. Aber in dem Fall geht es weniger um Domänenwissen, sondern tatsächlich um UI Experience. Ach so, ja. Ja. Beides. Also in erster Linie denke ich, beim Ole und UX, wie soll die Oberfläche aussehen, aber ich dachte jetzt ans Domänenwissen für den Entwickler, dass der sieht, guck mal, diese Arbeitsbedingungen hat er und deswegen will er das Feature da haben und den Button dahin haben oder so, keine Ahnung. Und das sehe ich halt erst, wenn ich sehe, wie arbeitet er und nicht hier in unserem Laboratorium. In unserem Elfenbein. Ja, wie meinst du, gibt es da bei euch dann... Meinst du, wie man sowas anstößt oder wie man sowas beim Kunden irgendwie dafür wirbt? Ich habe schon Erfahrungen damit gehabt. Also bei mir im Kopf geistert so eine Idee halt rum, keine Ahnung. Dass man mal 3 Tage einfach nur beim Kunden vor Ort ist und guckt, was machen die da. Und nichts anderes. Aber ich meine, das kannst du doch einfach vorschlagen, oder? Also dann. Ja, und meine Frage war eben, ob das schon mal jemand gemacht hat, ob es da Erfahrungen gibt. Wie das ankam, ob das realistisch ist. Also ich weiß, dass im Contago-Projekt jeder, ich hoffe, ich übertreibe jetzt nicht, aber ich glaube, jeder hat schon mal ein Terminal besucht. Jeder hat da eine Führung bekommen und hat mal grob erklärt bekommen, wie da die Abläufe sind und so. Und da waren bei mir zum Beispiel auch einige Aha-Effekte. Gut? Sonst noch? Ideen? Hat euch was gefehlt? Habt ihr das erwartet? Bringt es euch was? Und was zu Deadline? Da finde ich, muss man manchmal mit den POs Richtung Priorisierung auch zureden, weil die oft einfach, also ich meine, die haben immer eine gewisse Priorität an Features und so weiter. Und wenn du eine Deadline einfach hast, dann willst du einfach gewisse Features an Start haben, aber oft wissen die halt nicht so ganz, wie lange dauert es und vielleicht ist eine Feature irgendwie von der Entwicklung her doch höher priorisiert oder was. Also war auch irgendwie mein Zitat von einem Entwicklungsansatz, von dem es war, eigentlich hat man nie zu wenig Zeit, sondern man hat immer falsch priorisiert oder auch richtig priorisiert. Also man hat einfach andere Sachen wichtiger gestellt, als die, die man irgendwie jetzt doch irgendwie haben will. Und ich glaube, da muss man halt viel mehr in Dialog gehen und mit denen die Priorisierungen nochmal durchsprechen, wenn es einfach zu Engpässen kommt oder sowas.
Ich denke halt im Optimalfall, also ich meine, so eine Grundidee von dieser Teamarbeit ist ja, dass du halt quasi verhindern willst, dass eine Person durch eine falsche Entscheidung irgendwie ein Projekt-Fail verursacht. Ja? So, ein Entwickler hat irgendwas alleine gecodet, hat halt scheiße gecodet und deswegen gibt es irgendeinen Bug im Produktivsystem und deswegen fails. Ja? Deswegen haben wir sowas wie Vier-Augen-Prinzip. Und da gibt es halt auch den Gedanken bei der Priorisierung. Hey, die eine Person, wenn die jetzt halt die Priorisierung falsch entscheidet, dann wird halt die Deadline gerissen. Ich sage halt, im Optimalfall sollte halt nicht diese eine Person alleine das entscheiden, sondern sie sollte sich halt im Team zusammensetzen und mit den Leuten und wirklich auch die Entwickler fordern und sagen, hey Leute, was meint ihr denn? Wie kriegen wir denn das bestmöglichste Produkt bis zur Deadline hin? Ist die Priorisierung, so wie ich sie gemacht habe, sinnvoll? Ja? Natürlich hat er im Zweifelsfall das letzte Wort, besonders wenn er auf den Kunden kommt. Aber ein guter PO sollte das meiner Meinung nach vom Team einfordern. Das geht dann aber wieder mehr in Richtung, hey, was erwarte ich von einem guten PO? Von Entwicklern erwarte ich halt, dass wenn du einen guten PO hast, dass du dann auch bereit bist, da Mitentscheidungen zu treffen und Verantwortung zu tragen, weil wenn es dann nachher die Deadline reißt und scheiße ist, dann seid ihr als Team auch dafür verantwortlich. Gut. Dann vielen Dank, dass ihr da wart.